Hallo und herzlich willkommen zu Tolle Wolle. In diesem Video zeige ich euch, wie man das Fließfutter in Mützen einnäht. Vielleicht haben einige von euch das in einem anderen Video von mir schon gesehen. Die Mütze kennen vielleicht einige von euch auch, die habe ich in einem anderen Video gehäkelt. Und heute zeige ich euch, wie ich das Fließfutter einnähe. Diese Fließfutter sind auch von Lidl, genau wie die Mützenwolle, mit dem reflektierenden Faden drin. Hier sieht man so alles Wichtige. Das war so die Verpackung davon. Das war so ein Dreierpack. Und dabei waren auch Nadeln, Faden und Nadeleinfädler. Ich habe zusätzlich hier noch ein paar Sicherheitsnadeln, um das Ganze gleich einmal vorzufixieren. Und ja, die Mütze habe ich hier schon mal auf links gezogen. Ich zeige sie euch einmal kurz auf rechts, für die, die sie noch nicht kennen. Das ist eine ganz einfache gehäkelte Mütze mit halbem Stäbchen. Und in dem Video hatte ich euch gezeigt, wie man häkelt in Runden, ohne wirklich einen Versatz drin zu haben, wenn man dann den Farbübergang macht und wie man auch die Runden wirklich perfekt abschließt. So, und wieder auf links ziehen. Und dann zeige ich euch, wie das Vlies da reingehört. Das Vlies wird auf Ohrenhöhe eingenäht, also in den geraden Teil der Mütze. Kann man das Ganze dann einfach drauflegen. Ungefähr unten 1 bis 1,5 cm freilassen. Also ich fange hier bei der zweiten Runde an, von unten gesehen, bei der grünen. Bei diesem grünen Türkis. Ich bin mir da nie ganz sicher, wie die Farbe heißt. Und das Ganze geht dann einmal komplett herum. Und hier wieder bis zum Anfang. Hier überlappt sich das Ganze. Und das heißt, ich schneide es gleich hier einmal ein Stück ab. Das kann ich jetzt schon tun. Lieber etwas zu wenig als zu viel abschneiden. So. Überlappt es sich noch ganz leicht und ich fixiere es jetzt als erstes mit den Sicherheitsnadeln. Verteile die gleichmäßig über die Mütze. Und hier noch die letzte hin. So. Einmal fixiert. Und jetzt nehme ich Nadel und Faden dazu. Ich nehme das dunklere Garn. Das kann man einfach, glaube ich, im Video besser erkennen. Es ist sehr, sehr dünn. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Fädel es ein
und fange dann an zu nähen. Ich komme von der Innenseite, also wo ich auch gerade bin auf der Seite, und steche hier auf der Höhe der Naht selbst ein und steche hier in das Gehäkelte hinein, allerdings nicht bis auf die Vorderseite hindurch. Ich bleibe hier in dem Gehäkelten. Also ich steche ein, aber nicht durch. Dann gehe ich ein Stück nach vorne. Ich zeige es euch einmal. Hier ist das Ende. Also erstmal wieder ein Stückchen zurück. Und dann komme ich hier vorne dann ein Stück weiter vorne raus. Dann wieder zurück und wieder ein Stück weiter vorne, nach vorne durchstechen. Ich komme mit der Nadel nicht hier auf der Rückseite durch, sondern ich steche wirklich in das Gehäkelte. Und so setze ich das jetzt einmal komplett um die Mütze herum fort. So, ich habe jetzt hier unten einmal komplett drumherum genäht. Es ist leider jetzt schwierig zu erkennen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Und zum Abschluss mache ich hier jetzt noch einen Knoten mit dem Startfaden. Und dann schneide ich beides ab und dann das gleiche Spielchen hier oben nochmal. So, ich habe das Vlies jetzt komplett eingenäht. Hier einmal komplett der Rundherumblick und ich ziehe die Mütze jetzt wieder auf die richtige Seite rum. Und ihr seht, von außen ist das Ganze gar nicht sichtbar. Hier einmal der Blick nach innen. Und ja, so ist das Ganze dann fertig. Zusätzlich die Schicht mit dem Vlies wärmt natürlich und ist noch ein bisschen mehr Tragekomfort, wie es auch auf der Verpackung stand. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich natürlich immer. Und wenn ihr sonst noch Vorschläge, Anregungen oder Ideen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann schaue ich mal, was ich noch Schönes für euch machen kann. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Häkelvideos habt, lasst mir einfach ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal bei Tolle Wolle.